meine lieben Knechen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Und ich habe traurige Mitteilungen. Ich habe gerade die wunderschöne Aufnahme gemacht gegen dieses 10.000 Kilotonnen Ding. Schieß mich tot, Schwabbelwesen. Und irgendwie aus irgendeinem Grunde hatte OBS meine Audiodatei nicht mit aufgenommen. War nicht eingestellt. Ich weiß nicht warum. Ne? Echt ärgerlich, weil diese Folge kriegen wir ja nicht mehr wieder zurück, ne? Es ist echt schade, dieses riesengroße Monster, das war ein gigantisch riesengroßes Monster, auch das, was uns immer mit den Armen gegriffen hat. Was war es? Es war nicht schwer. Man musste immer ins Maul reinschießen oder beziehungsweise die Arme wegballern oder eben halt Sprengstofftanks ins Maul reinschießen. Tja, schade. Und somit haben wir auf jeden Fall für frische Luft gesorgt. Hier in dieser Station. Jetzt wäre mal super, wenn wir mal so ein Schema finden könnten wegen unseren Anzug Level 4. Ja, ist echt ärgerlich. Sowas enttäuscht mich dann immer so, ne? Denkst auch immer, fuck, Alter, machst hier voll geile Aufnahmen und alles für den Arsch, wenn du dich nachher anguckst, ne? Dann denkst du auch immer, ach, fuck, nein. Wie kann das denn jetzt angehen? Oh, das ist total ärgerlich, aber tja, so ist das manchmal. So ist das Leben. Hart und lästig. Ne? Ach, das ist dieser unendliche Aufzug, ne? Bam, 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 bam. Das ist meine neue Elevator-Musik. Bam, 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 bam. Das Rap-Jab in der Zukunft. Im Jahre 21.056. Tja, kein Anzugsschema gefunden. Ich habe das Gefühl, wenn wir den einmal irgendwo verpassen, dann werden wir den so schnell nicht mehr wiederbekommen. Ich hab's immer, ne, dass ich hier nicht drauf treten kann und so. Präzision gleich null. So. Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt. Abgeschlossen. Jawohl. Ja. Okay. Annehmen. Ja. Schwuppdiwupp, die knall die Wall. Jetzt unterer Teil des Schiffes. Kommt überall hin, wa? Hier ist die Luft aber auch nicht schick. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Mhm. Alles so, das sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hättest du Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Tja, aber wie soll ich das denn ertragen? Weil ich kämpfe mich hier durch Monster und hast du nicht gesehen, durch, um unser aller Leben zu retten. Und was tut ihr für mich? Mich voll labern. Das ist das Einzige. Hallo. Ich will auch leben. Okay. Wow, was für ein Schloss. Sehr vertrauenserweckend. Okay, wir müssen da gerade zu. Aber ich denke mal, hier werden noch keine Monster auftauchen, weil hier ist erstmal eine Werkbank oder so ein Kram. Speicherstation. Itemstation. Shop. Okay, Inventar ist voll. Was ist das denn? Achso, Motivation, ne? Ja, genau. Credit. Was war denn das? Bam, tschicke, bam, tschicke, bam, 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 tschicke, 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 bam, 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 tschicke, tschicke, bam, bam, tschicke, tschicke, bam, tschicke, 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 bam, bam. Laserkanone. Meine Fresse, mach mir doch mal so ein Schema fertig für Dingenskirchenanzug, Alter. Ehrlich, was soll der Scheiß? So.
Plasma Cutter. Laserkanone? Nein. Der Schaden ist ziemlich geil. Was macht er denn hier? 0,2 Sekunden Hit, willst du mich verscheißern? Da geht nachher alles auf Kapazität aus. Du hast hier nachher noch eine Schadensmöglichkeit. Ich verstehe nicht, warum das so unterschiedlich ist. Was haben wir hier? Sehr gut. Wie gesagt, ein Schema hätte ich gerne für den Anzug, damit das hier mal weitergehen kann. Mehr Klamotten tragen, so ein Scheiß. Würde ich ziemlich nice finden, irgendwie. Warte mal, da war noch mal Motivation. Die sollten noch tragen können jetzt. Naja. Was haben wir denn jetzt an Motivation drin? 100 Schuss, Digga, allein. Alter, ehrlich. Hör mal, Diggi. Speichern. Speichern ist geil. Speichern ist geil. Ins Leere. Ich habe gesehen, es gibt 12 Kapitel. Da sind wir echt noch so bei der Hälfte des Spiels gerade, ne? Was kann denn noch alles kommen? Wir haben schon so viel erledigt. Riesen-Boss-Gegner. Ich kümmere mich um dich. Ist das Schiff unter Deck offline, Isaac? Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Habe ich mich gut um ihn gekümmert, ne? So kümmere ich mich um Überlebende. Ich mache das echt klasse, finde ich. Bin da echt so fürsorglich, wie der Kopf da längs rollt. Okay. Ja, ich denke, wir können ja gerade nur bis zu diesen ein... Deckverarbeitung. Was? Null Wartung. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Ich habe auch gar nicht zugehört, was die Uschi gesagt hat gerade. Items mitgebracht. Nicht mal das, wa? Nachladen. Winke, winke, Arm. Fahrstuhl des Grauens. Was war das denn? Wir kommen gleich hier runter, wetten. Springt auf mit drauf und dann sind wir platt. Angekommen und jetzt müssen wir da gar nicht hoch, was? Ach, Tom G, du bist auch eine Knackwurst, ey. Erwartung. Dann können wir uns das Monster ja noch mal angucken gleich. Mal so kommen denn alle runter zu uns. Genervt gerade. Da war auch das fette Monster. Ne, da kommen wir her. Wir müssen noch in die Etage höher. Was? Was hat er uns angezeigt? Drunter müssen wir? Hä? Willst du mich verkacken? Ich verstehe das nicht. Aber. Was? Wo sind wir denn jetzt hin? Wir sind. Verarbeitung? Deck D.
Ja, was weiß ich? Im Fahrstuhl kann ich mein Ding nicht benutzen. Hört sich auch doof an. Im Fahrstuhl kann ich mein Ding nicht benutzen. Aha. Gott, war das kompliziert. Diesen Fettsack hatten wir schon von gesehen am Aufzug. Der lief doch weg. Ja, okay. Ja. Hier Tempo, ich habe Elisabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich, wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Ich will mal bei da nochmal gucken, ob ich da irgendwas Interessantes finde. Es schwappelt hier auch alles. Ne? Das ganze Schiff ist total gruselig, Alter, ehrlich. Ich liebe Speichern. Ups. Ja. Ups. Okay, today. Da runter. Ja. Munter da runter. Momentchen, was ist denn auf der anderen Seite? Ich will nur mal gucken. Vielleicht mal, ob man irgendwie so einen Itemraum oder so einen Scheiß findet hier. Aha, guck mal. Credits. Ich finde 1000 Credits finde ich richtig wertvoll, ne? Das ist Luft, ne? Diese Sporen in der Luft. Oder ist es Staub? Einfach nur Staub. Ich hab schon wieder einen Job. Textlock. Okay. Aber ich hätte jetzt echt gern mal, langsam ehrlich mal, ganz im Ernst jetzt, ohne Scherz jetzt, ne? Ich hätte echt jetzt gerne mal ein Anzugsschema. Dass die Shops auch nicht neue Dinge haben, einfach, ne? Neues Objekt. Was wäre denn das? Haben wir irgendwie was, was wir verticken können auch? Minipacks, Halbleiter, genau, den können wir verticken. ...42.000 haben wir davon schon. Wahnsinn. Ja, ich verkaufe mal Energielaserkanone, die benutze ich nicht so oft. Ich hätte tatsächlich gerne nochmal, ehrlich mal, den neuen Anzug. Das nervt mich so ein bisschen. Okay, das war dieser Dings, der den gebumst hat. Wahrscheinlich müssen wir da rein, was? Ah. Guck mal. Ja. Da haben wir natürlich keine... Eintritt Schwerelosigkeit. Die
Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Komm ich hier nicht runter? Oh, Leute. Geht nicht so dermaßen auf den Ei, Alter. Ich glaube, wenn ich da reingerate, dann ist es auch mit mich geschehen, wa? Sollen wir den einen Felsbrocken, der da drinnen liegt, auch noch rausnehmen, oder was? Können wir hier Ende nicht der Schwerelosigkeit. Noch mitnehmen? Eintritt Schwerelosigkeit. Ne, den können wir nicht mitnehmen. Kriege ich einfach so runter? Nee. Schade. Erinnerung. Vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Upsi, upsi. Die glühen auch ganz schön doll, wa? Was ist denn das Schwerkraftdingens da? Alle freischwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft kann jetzt wiederhergestellt werden. Muss ich ja herstellen, ne? Mit Sicherheit. Das ist der Kontrollraum dafür. Wow, das knattert und rattert aber auch ganz schön laut hier immer. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. Oh, oh. Oh Mann! Lädt er den Lad nach! Jetzt will er auf einmal nachladen, ne? Wenn ich drücke, dann ist es doch scheißegal.
flüchte gerade vor diesen Fackviechern. Da nicht rauslassen wollte. Oh, Alter, ich dachte gerade aber wieder so ein Riesending. Was? Bitte ein Energieknoten. Ich habe doch einen Energieknoten, damit ich das überbrücken könnte. Klar. Ach nee, ich habe gar keinen mehr, ne? Und Wetten denn sowas ist hier so ein Anzugsschema drin, ne? Scheiß Dreck. Okay, dann raus hier. Oh, warte mal, Credits. Sowas lässt man hier nicht liegen. Okay, da okay. Naja, was ist denn der? Habe ich den echt jetzt liegen lassen, die Credits hier? Nee, sind keine Credits. Ne. Hier vielleicht? Ne. Aber es ist, glaube ich, nur Motivation für eine Plasma-Karte, richtig? Oh, doch gar nicht raus. Wir müssen hier links. Alles klar. Wenn da durch die Tür was? Ja, alles klar. Ich hab's begriffen. Schlüssel, Abbaudeck. Okay. Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker auf dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Tja. Nun ist er offensichtlich hier bei uns. Diese Dinger brauche ich nicht. Die sind kosten, die kriegen zwar, die bringen zwar viel Kohle, aber nee. Dadurch, wa? Ja. Da, jetzt können wir mal reingehen. Einen Energieknoten mal dafür aufwenden, damit wir mal sehen können, was da drin ist. Hoffentlich lohnt sich das. Eine Rubinkarte. Gut, das stimmt, das lohnt sich. Was ist das? Fick dich, die brauche ich nicht. Ernsthaft, Plasma-Energie, ja? Ein. Oh Mann, du. Also so wirklich gelohnt hat sich das hier jetzt nicht, ne? Außer natürlich die Karte ist natürlich mega wichtig, ne? Oh Mann, du. Ja gut, ist halt so. Ich habe echt gehofft, dass man so ein Schema findet für einen Anzug oder so. Man kann nicht alles haben.
hier waren wir gerade, ne? Richtig. Schön, ein Stromausfall. Ich liebe Stromausfälle. Aha, da ist es wieder. Die langsamste Tür der Welt. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Okay. Vielen Dank. Machen wir. Wir sind da ja auch so ein bisschen umweltfortschrittlich hier bei so etwas. Sowas jagt uns schon keine Angst mehr ein. Aber wenn wir hier gleich mal einen Shop finden, dann könnten wir mal die Sachen für den Rubin verkaufen. Was sollen wir machen? Ach, dieser verkackte Scheißaufzug. Welches Deck war das jetzt nochmal? Verdammte Scheiße. Deck D, Wartung. Deck A ist ganz oben, ne? Wir sind jetzt Deck B. Ja, fahren wir mal. Fahren wir mal zur Wartung runter. Ja, guck mal, irgendjemand hat hier die Leichen wegrecycelt. Nehme ich jetzt nur mit, weil ich es gut verkaufen kann. Okay, Pech, wir müssen hier runter. Hier ist auch alles so fest. Ja, ja. Oh, lauf doch schneller, Junge. Digga, ich schieße dich komplett auseinander, du stört mich oder was? Oh oh. Ich wollte gerade sagen, die sind explosiv. Fiel mir dem Moment ein, das ist ja das, was das Riesenmonster abgeschossen hat. Was ist denn das? Hatten wir uns doch gedacht, als wir es hier unten angeguckt hatten, ne? Da haben wir gedacht, oh. Diese Viecher, diese Flattermänner kommen hier runter und machen diese Dinger wieder lebendig. Check das, Digga. Was? Ach, du mit deiner Laserdingens Kirchenenergiebumsen. Das ist so ein langer Halbleiter Gold. Ah, oh, nee, warte mal, das geht nicht. Da müssen wir was entsorgen führen. Hm. Na, nimm mir deiner für weg. Oh, guck mal, wie wenig. Ja, das ist scheiße. Wir haben halt nichts Wertvolles, richtig, ne? Was haben wir denn hier? Medipacks groß. Fuck off, ey. Warte mal. Was ist das? Luftkanister. Kleiner Luftkanister. Ich glaube, auf den werden wir mal verzichten können. So, und jetzt nehmen wir den. Und wenn wir einen Shop finden, dann sind wir ganz reich. Dr. Klein, was zum Teufel? Ah, zurück! Noch einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Okay. Aber dass der Doc für Knacken erbindet wurde, das wissen wir alle. So. Ja, ich hätte gerne kontrolliert, ob hier... Oh. Kumpel, ich befreie dich. Habe ich gern gemacht, so bin ich nun mal. Mein Gott, Herrje.
Wollt ihr mich verarschen jetzt, ne? Alien-Artillerie. Mach auf die Tür. Ja, was ist? Mach die Tür auf. Isaac? Bist du das wirklich? Ja. Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Ich wollte dir... Was ist, wenn ich das den ganzen nicht so nicht trau? Ist das auch okay? Boah, Alter, nur diese... Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Ja, dann mach... Warte kurz. War die mit uns dabei? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, sie hier. Was macht die denn hier die ganze Zeit? Das ist eine Verräterin. Ich würde ihr am liebsten den Kopf abschießen. Ich trau dir nicht. Und sie nimmt das alles so hin, so, ne? Alter. Bist du irre? Mann. Ich dachte, das wird hier so richtig schwer werden hier. Okay, die Tür ist jetzt verriegelt, Isaac. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ja, wir werden alle einen Weg finden. Ich liebe dich. Was? Ist das so? Das hier wird bald vorbei sein. Okay, Baby. Eine Audio-Log-Datei und hier ist ein Medipack in groß. Ja, die Knoten sind ziemlich geil. Das ist der Sender? Ja, ich weiß. Aber warte mal, ich wollte eigentlich... Isaac, hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Sehr gut. Ja. Ab zum Shop. Also, finde ich mal so, ne? Das Cutter-Dingens, Cutter-Kanon brauche ich, aber diese Plasma-Scheiße kannst du behalten. Ach ja, gut, okay, nämlich bei die anderen Verkaufsleiter. Ne? Kann man überhaupt hinten die Items einzusammeln, ne? Okay, wir müssen ganz cool wieder zurückfahren und denk dann, wir werden wieder hart bespuckt. Alles so versifft und so verseucht, ne? Ist das alles von diesen riesen Monstern im Antrieb noch gewesen, oder was?
die immer weghüpfen, ey. Die Babys. Hey! Man muss ihn einfach nur den Pimmel abschmeißen. Oh. Okay. Keine schwere Probleme mehr. Einfach nur den Pimmel abschneiden, dann geht das. Ach, Mann, hört auf. Oh, schade, wir hätten uns ja gegenseitig bekämpft. So wegen bevorstehendes Mal und so. Nein, es ist meins, nein, meins. Niemals ist deins. Ich habe zuerst gesehen. Meins, meins. Die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Tragen ja Sicherheitsausrüstung, das ist ja alles kein Problem. Dann krieg ich erstmal von mir erstmal eine fette Schelle, Alter. Ist das ein Assi, Alter, ehrlich? Zugang zum Aufzug des Schirf unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau hin mussten jetzt. Wir sind die einzigen, die hier durchs Schiff spazieren gehen können, ne? So, die anderen so bleiben immer an Ort und Stelle und verschanzen sich hinein. Und wir? Ich meine, wir sind ja auch nur Ingenieur. War das der mit Shop oder mit ohne Shop? Das ist der Speichermann. Da, Shop. Ja. Das kostet bestimmt 500.000 Euro. 35.000 Euro. Haben wir ja das Geld. Bin mal gespannt, wie wir dann ausgewählt werden. Vielleicht auch ein bisschen Beinpanzerung oder so, wa? Digga, ich bin Terminator. Hasta la vista, baby. Wir haben alles, danke. Achso, nee, wir wollten verkaufen noch. Warte mal eben. Mini-Pack Groß, Halbleiter Rubin. Der bringt uns 10.000 ein, wa? Halbleiter Gold. Warte mal. Verkaufe doch noch ein paar von diesen Laser-Munition. Ja. Sehr schön. Aber ein bisschen mehr Dings. Okay. Wir jetzt zum Aufzug, wa? Ja. Kackdreck. Aber ich weiß gar nicht, in welchen wir jetzt hin müssen. Auf welchen Deck. Wir waren gerade ganz auf dem unteren Deck, ne? Ja. Gucken wir uns dieses fleischige Monster mal an. Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt mit der Monorail irgendwie zu ihr fahren und dann... Noch weiter tiefer.
C-Deck. Guck mal, sind alle frei jetzt, die Decks. Abbau, ja, das ist genau für den Asteroiden, genau. Jetzt alle erst zurück, erstmal. Ach, du bist noch gar nicht tot. Schrei doch nicht so. Super, Credits sind sehr, sehr cool. Sollen wir hier rein? Jupp, da wo die Leichen rumliegen, da sollen wir hin. Weil es noch schön bequem ist. Guck mal, hier hat jemand Kreise gebaut aus Arme. Okay, hier fehlt aber dieses Energieteil hier. Wo wir das wohl finden. Ein Gruselkabinett. Ja, klar, eine Kiste mit solchen Dingen dran. Was für eine fiese Falle ist das denn? Toll. Das brauche ich. Okay. Da gibt es irgendwie den Strom. Den brauche ich hier auf der anderen Seite. Das ist wieder eine Werkbank. Haben wir einen Energieknoten da? Nee, ich glaube, wir haben keinen mehr, ne? Warte mal, lass uns das mal eben checken. Ja, einen Knoten haben wir tatsächlich. Was machen wir damit? Im Zweifelsfall, im Zweifelsfall, im Zweifelsfall, wenn man das Gewehr fertig. So. Dann gibt's nochmal einen Shop. Oh Gott, das ist ein Problem. Alter. Erstmal voll die fetten Schellen verteilen, Alter, ehrlich. Warum brennt das jetzt hier so merkwürdig durch alles? Oh. Wenn man darauf schießt, das bumst. Aber es war uns ja allen klar, dass das passieren würde. Oh, komm schon, bitte. Alter, was ist das denn? Ich wette, das Ding ist 1000 Kilo schwer, ne? Passt der nicht, oder? Was sollte der nicht passen? Wollte gerade sagen. Total albern. Total albern, das. Aha.
eintritt Schwerelosigkeit. Ich wünschte, ich hätte vorher speichern können oder so. Was sollen wir jetzt machen? Den Sender anbringen jetzt, ja? Nein! In dem Moment, ne, dreht sich das Scheißteil und hackt uns total in Stücke. Ich glaube, Leute, wir speichern hier irgendwo. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und Tschüss.